Hey Leute, NeoStrix hier und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Techtopia. Heute werden wir mal ein paar Gebäude bauen, beziehungsweise ein weiteres Gebäude, und wir schauen uns mal die Techtopia-Kinder an. Und ja, falls du neu bist und mich noch nicht kennst, vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Und jetzt viel Spaß beim Video! So Leute, ich habe natürlich, bevor die Folge begonnen hat, habe ich mir den Merchant mal angesehen. Wir haben direkt einen neuen Tag hier gestartet und ich habe spotten können, dass der gute Möhren bzw. Karotten für 4 Emeralds pro Stack kauft. Und das werden wir natürlich nutzen, da der die uns für den vollen Preis abkauft. Was ich auch gerne jetzt mal noch nachschauen würde, wäre mal eben Weizen. Wir haben 3 Stacks im Lager, das weiß ich, also da hinten in dem Lager. Und wir haben ja ein paar Villager auf Weizen fokussiert. Da haben wir 9 Stück. Und woher kommt schon wieder das weiße War Chicken? Keine Ahnung. Und die Federn auch. Naja, okay. Wir haben 9 Chicken, 9 Weizen. Ach ja, wo ich es gerade sehe, wir haben ja jetzt die Lederrüstungen. Darf ich mal hier rein? Wir haben ja jetzt hier die Lederrüstungen drin und ich habe das Problem lösen können. Unser Schlachter, der hatte ja die letzten Folgen nie Bock, sich hier eine Axt zu craften und die Rüstungsteile zu machen aus Leder. Ich habe mal im Wiki nachgelesen von Techtopia und es ist eine sehr einfache Lösung und die ist wirklich ultra einfach. Ich lasse den mal eben hier seine Arbeit vollrichten. Und ihr seht schon, der gute Schlachter möchte sich kein Crafting Table im Lager mit anderen Villagern teilen. Nein, er möchte seinen eigenen haben im Schlachthaus. Und wir sehen, da bastelt er gerade eine Lederhose. Und genau an dem Crafting Table hier craftet der Typ sich eben auch seine Axt und nicht im Lager. Deswegen hatten wir dieses Problem. Das haben wir jetzt kurzerhand gelöst. Ist eigentlich nicht naheliegend oder ja, mehr oder weniger doch. Aber eigentlich könnte man schon erwarten, wenn er kein Crafting Table bei sich im Schlachthaus hat, dass er dann den im Lager benutzt. Aber das haben dann die Mod-Programmierer wohl vergessen. Aber na gut, man kann ja nicht an alles denken. Was ich jetzt allerdings mal eben mache, ist mal eben das Zeug wegklatschen. Und wir wollen ein weiteres Haus bauen für weitere Villager. Wir werden auf jeden Fall noch uns um den Schmied kümmern. In der nächsten oder übernächsten Folge mal schauen. Ah ja, ein Zwei-Zimmer-Raum. Wo haben wir den? Da 8 Stück immer noch. Wir haben immer noch gut Emeralds. Und mal eben schauen. Ihr seht, Leute, Herzen haben wir auch einige. Und ich habe gemerkt, warum es jetzt überhaupt zu meiner Entscheidung gekommen ist, dass wir, bevor wir überhaupt eine Schule bauen und einen Lehrer haben, schon ein Kind hier ins Dorf lassen und das nicht ausgebildet werden kann richtig. Warum es dazu gekommen ist, ist ganz einfach. Der Merchant ist zwar hier im Dorf, aber ich habe auch noch im Wiki nachgelesen, je größer das Dorf wird, also je mehr Villager in dem Dorf leben, desto unwahrscheinlicher wird es, dass Nomaden mit dem Merchant spawnen. Und wir hatten es ja schon oft, dass an vielen Tagen gar keine Nomaden in Begleitung des Merchants waren. Und deswegen werden wir uns wohl oder übel jetzt ein Kind holen müssen. Und das werden wir dann wohl mal machen. Und das werden wir dann wahrscheinlich erst, wenn es erwachsen ist, ausbilden können, da es dann in der Bibliothek lesen kann. Und das ist auch sehr blöd. Warum hat man es nicht so gemacht, dass wenn die merken, oh, ich kann hier nicht langlaufen, ich laufe die ganze Zeit gegen eine Wand. Warum merken die dann nicht, ja okay, dann track ich einfach mal eben einen anderen Weg. Gut, dann würde ich mal sagen, ich habe mir gedacht, wir hauen das nächste Haus hier neben das der Minenarbeiter und da legen wir dann mal direkt los. Thank you.
Leute, wir haben nicht lang gebraucht für das Haus, nur die eine Nacht und wir haben natürlich wieder die klassische Regel eingehalten, oder haben wir das? Oder sind die gleich groß? Die sind gleich groß. Naja, egal, auf jeden Fall, wir haben jetzt hier wieder das Haus und ja, okay, andere Fenster, andere Bauform und so. Wir werden jetzt mal, ja, okay, ich habe hier noch die Treppen vergessen, wie es hier ist. Gut, aber wir werden jetzt, ach, wir hätten auch eigentlich das Haus hier in Betrieb nehmen können. Egal, wir haben jetzt noch eins. Ich hole mal eben Item Frame und ein Bett. Beziehungsweise, ja, nee, doch, ein Bett. Yo, Leute, nochmal der Neostrix aus dem Off hier. Ich bin gerade das Video am Schneiden und habe gemerkt, leider habe ich vergessen, die Aufnahme weiterzumachen an der Stelle, als ich das Kind, was wir hier sehen, ja, geschaffen habe. War eigentlich ganz einfach. Ich habe Rechtsklick auf ein leeres Bett gemacht mit einem Herz in der Hand. Werden wir wahrscheinlich auch noch in einer anderen Folge sehen. Nur leider kann ich das jetzt nicht nochmal zeigen, weil sonst müsste ich halt das Kind töten und naja, auf jeden Fall, ich hab's verkackt, steinigt mich bitte nicht und ja, jetzt geht's weiter mit dem Video. Leute, was ich auch gemerkt habe eben, sie ist hier rumgetollt und dann hat die Badin ein bisschen Musik gemacht und dann war über ihrem Kopf dieses Icon einmal aufgeploppt und jetzt sehen wir, anscheinend nimmt sie so von der Umgebung so die Eindrücke von sie, von den anderen Dorfbewohnern auf und guckt dann, ja okay, Rancherin scheint cooler Beruf zu sein oder Badin. Auf jeden Fall Schmieden will sie bis jetzt nicht werden. Aber bis jetzt sehr interessant, die mal so das Verhalten von der anzuschauen, weil das habe ich tatsächlich, wo ich mal für mich privat von vor mehr als einem Jahr das mal gespielt habe, Tectopia, habe ich keine Schule und so mehr gemacht. Da ging, war irgendwann die Luft raus. Aber hier bei dem Projekt werden wir auf jeden Fall erstmal das Ganze fertig machen. Dorf bedeutet, wir machen das Dorf fertig und alles, dass alle Berufe vorhanden sind und alles ohne den Einfluss des Spielers funktioniert. Mal schauen, jetzt schaut sie den Holzfällern zu. Nee, doch nicht. Doch kein Bock, Holzfällerin zu werden. Also ich würde sagen, ich beobachte die mal noch ein bisschen. Vielleicht kommt da noch was Interessantes zustande. So Leute, neigt sich langsam dem Abend zu und sie hüpft so ein bisschen in Richtung Bibliothek oder geht sie jetzt in die Taverne? Nee, es scheint so. Oder geht sie jetzt zu ihrem Haus? Auch eigentlich absurd, dass sie jetzt ein Haus für sich alleine hat. Ja, jetzt hat sie kurz nachgedacht, gehe ich lesen? Nee, ich gehe lieber nach Hause. Und wie fühlt man sich hier als Alleinwohnende? Das ist ja normal, ne? Eigentlich dachte ich, die geht eventuell noch in die Bibliothek eine Runde lesen oder so. Und die Druidin, würde ich mal vermuten, geht jetzt abends runter in die Mine und reformt mal. Ich war auch schon ein bisschen länger nicht mehr hier unten. Ich würde mal eben schauen, wie es hier aussieht. Von der Gangtiefe her, ja, okay, das geht ja noch klar. Das ist höchstens ein Drittel so weit im Berg wie die anderen Gänge. Sie geht auch eher in Richtung Ebene 2. Da können wir auch mal eben schauen, wie sieht es denn hier aus. Ja, Leute, ihr seht, das ist ein bisschen tiefer, aber bitte zauber mich nicht in die Wand rein, please. Wow, sie hat eine Ebene zugemacht. Und jetzt haut sie wieder ab? Oder wie sieht das aus? Ja, getane Arbeit ist so ein bisschen Scam-mäßig. Sie hat gerade mal einmal reingezaubert, aber ja. Ja, okay, deswegen geht sie. Es regnet und es ist nachtgleich.
Aber jetzt sind hier mal fast alle Dorfbewohner versammelt. Ja, okay, fast alle. Drei. Aber ich finde auf jeden Fall, vor allem wenn man hier in der Taverne mal reinguckt, abends, ist auf jeden Fall sehr belebt das Dorf. Okay, das sieht gruselig aus. Einfach die weißen Horrorbeinaugen. Ja Leute, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen, war eine etwas kürzere Folge, aber wir wissen jetzt so ungefähr, was mit den Kindern auf uns zukommen wird und wie wir die dann mal dann trainieren, sage ich jetzt mal. Schule wäre wichtig, wenn wir weitere Kinder uns dann holen wollen, aber auf jeden Fall, sie hat die Möglichkeit in der Bibliothek zu lesen. Gerne einen Daumen nach oben da lassen, wenn dir das Video gefallen hat und nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Und damit würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin und ciao Leute!